Moin Moin ihr Landratten, was geht ab? Blackout ist am Start und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, ich bin unterwegs mit oder auf der alten SMCR, der 2016er. Es wurde mal wieder höchste Zeit, dass so ein schöner Oldschool Standard Motovlog kommt. Ganz alleine im Helm mit euch ein bisschen über mein Leben reden, bisschen off-topic, bisschen random. Und vor allem auf der alten SMC, weil gerade dieses Bike, viele von euch wissen es ja, war so mein Hype-Bike. Damit hat das alles gestartet damals, damit bin ich groß geworden, damit bin ich in das Thema Supermoto gerutscht. Ich bin nicht die, sondern eine ähnliche Maschine damals Probe gefahren. Hab die allererste Probefahrt gemacht, eigentlich weil die Community, also weil ihr gesagt habt, so ey, fahr mal eine SMC oder eine 701. Mega geile Bikes, machen richtig Spaß, Supermoto solltest du mal ausprobieren. Ich war ja damals mit einer Z750 angefangen, die mir ja dann geklaut wurde. Und ja, dann bin ich die Probe gefahren und habe mich straight verliebt. Also ähnlich wie bei Moji, der damals die 701 Probe gefahren ist und sich straight verliebt hat. Weil jeder, der auf eine Supermoto steigt und ein bisschen rumcruist, merkt, ey, was ist das für ein schönes Fahrgefühl? Wie viel Spaß macht das? Wie geil ist das? Und genau, dieses Feeling hatte ich sofort. Und dann wissen ja viele, habe ich eine kleine Weltreise gemacht. Also klein in Anführungsstrichen, waren 9 Monate, glaube ich. Ich war 9 Monate unterwegs und habe die ganzen 9 Monate von diesem Bike hier geträumt und dachte, ich will nach Hause Motorrad fahren und dann eine SMCR. Habe schon bei Mobile geguckt und so weiter. Hatte natürlich nicht genug Geld. Und 2 Wochen bevor ich nach Hause gekommen bin, wurde mir dann sogar die Z750 gestohlen. Aus der Garage, die abgemeldet war, weil ich ja ein Jahr nicht gefahren bin. Das können wir ja trotzdem mal filtern. So, hier links, jetzt wird es hier grün, da fahren wir nicht ganz vor. Soll ja nicht hier total asozial werden. Ey, guck mal, wie schön das aussieht. Wir haben so ein geiles Wetter noch. Wir haben knapp 10 Grad. Für November ist das traumhaft. Und genau, da wurde mir die geklaut und ich hatte kein Motorrad. Und ich dachte, ey, pass auf, kann ich mal hier ein Wheelie machen. Oh, macht das Spaß. Sogar um die Kurve. Wheelies werden einfach auch noch immer besser. obwohl ich so selten fahre, das ist echt krass. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr, da wird richtig, richtig geübt, gefahren, Wheelies trainiert am Spot, ein bisschen Coastern wieder weitermachen, üben. Aber wo war ich stehen geblieben? Ich habe mich schon wieder verquasselt. Ich war gerade stehen geblieben bei, genau, ich hatte nicht genug Geld. Viele wissen es ja, das war dann so ein Thema, wo ich ziemlich kritisiert wurde damals, weil ich so einen Spendenaufruf gemacht habe, weil ich damals das Geld nicht hatte. Das Thema will ich eigentlich nicht neu aufreißen. Auf jeden Fall habt ihr als Community mir damals sehr geholfen und ich konnte mir das Bike hier, dieses Bike kaufen. Deswegen bedeutet mir das ja auch so viel und ich habe es auch noch, weil das für mich dieses absolute Community-Bike ist, was ich halt auch Stück für Stück immer verschönert und aufgebaut habe. Und es ist einfach nach wie vor so ein schönes Motorrad. Das ist ja noch Euro 3. Ist auch richtig laut. Die machen auch richtig Lärm hier, wenn ich mal ein paar Gänge runterschalte. Geiler Sound. Schöner Einzylinder. Ah, Viertakt. Knallt richtig, richtiges Brab. Und mit DB-Killer ist natürlich drin. Ne? Und ja, so hat das damals angefangen. Ich weiß noch, damals war das richtig, richtig crazy. Da bin ich einfach raus. Entweder allein oder mit anderen, mit Lukas, mit David aufs Bike und habe dann einfach gequatscht über mein Leben und das ist ja mega gut angekommen. Also so hat das alles angefangen und mittlerweile sind ja so viele krasse Videoproduktionen, das wird ja alles so viel professioneller, wie wir die Fahrräder bekommen haben. Dann sind Videografen, da sind ganze Teams, Filmteams, Kamerateams und so weiter, was auch mega geil ist. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man nicht vergisst, wo man herkommt, sein Ursprung. Oh, geiler M4, schöne Farbe, diesem Scorched Yellow oder wie das heißt. Und also wie gesagt, nicht vergisst, wo man herkommt und einfach ein bisschen back to the roots, ab und zu wieder das pflegt, was man damals gemacht hat, einfach random aufs Bike, ein bisschen labern,
Und richtig geil. Also werdet ihr das hier auch seht, das ist gerade ein bisschen vorproduziert. Also ich habe das vor einer Woche aufgenommen. Sind wir ja schon in Spanien. Auf Gibraltar oder in Gibraltar. Ich weiß gar nicht, ob das eine Insel ist. Ich bin wieder Geografie top. Schule war ich immer gut. Und genießen da ein bisschen die Sonne, spielen Golf. Fragen mich nicht, wie wir dazu gekommen sind. Ist auf jeden Fall richtig, richtig geil wahrscheinlich. Ich habe mega Bock zu dem Zeitpunkt jetzt. Und ja, deswegen dachte ich mir, ey, bevor jetzt kein Video kommt, schnapp ich mir nochmal die alte SMC, fahre am Ende Runde hier, bisschen meine alten Wege hier in Schanze, Reeperbahn hier, bisschen Oldschool, dieses damals, das was viele von euch gefeiert haben, diese typischen Abendrunde-Videos, also genau bei diesem Licht, wenn die Sonne fast untergeht, wenn alles so ein bisschen, wahrscheinlich ein AMG, oder? Wenn alles so ein bisschen gold, gelb, orange ist, ich liebe das einfach, so toll. Mal gucken hier, was auf der Reeperbahn abgeht. Es ist einfach schön. Also ich finde den Weg, den ich gemacht habe und die Entwicklung sehr geil. Und trotzdem einfach das Teil ist einfach geil, oder? Was sagt ihr? Also ich weiß, viele sagen, machst viel zu wenig damit. Und das Problem ist auch einfach, lol, geht er oder nicht? Das Problem ist auch einfach, dass ich... Und das hört sich jetzt voll komisch an, aber ich habe einfach eigentlich zu viele Bikes. Ich weiß, man kann nicht zu viele Bikes haben. Boah, der klingt aber gut vor uns. Aber man findet halt wenig Zeit, alles zu fahren. Die alte SMC, die neue SMC R. Dann gibt es ab und zu noch Pitbike, Auto, die blaue EXC, die Enduro EXC. Da sind wir schon bei 6 Fahrzeugen. Dann machen wir ab und zu noch was mit dem Lotus. Dann will ich natürlich nächstes Jahr auch wieder Rennstrecke machen. Das wird halt alles irgendwie ein bisschen viel. Und deswegen ist es klar, dass, oh, schön, geil, dass das ein oder andere ein bisschen mal auf der Strecke bleibt oder mal ein bisschen vernachlässigt wird. Das ist ganz normal. Ich biege jetzt mal hier rechts ab. Oh, hier ist ein Vogel überfahren. Eklig. Weil, und das wäre jetzt richtig krass, das wäre aber jetzt voll random, wenn das wirklich passiert, in dem Restaurant hier rechts beim Italiener, da besitzt einer meinen Roller. Den ich vor 10 Jahren gekauft habe. Vor über 10 Jahren. Legit. Und nicht das gleiche Modell oder so. Es ist derselbe Roller, aber es ist wahrscheinlich zu kalt. Der wird jetzt nicht hier sein. Der parkt hier mal zwischen den Autos. Ja, ist nicht da. Schade. Das ist richtig crazy. Hier war ich kürzlich essen und dann stand er da auf einmal. Ich so, krass, ich war mit meinem Papa da. Ich so, Papa, erinnerst du dich? Das ist mein Roller, den ich damals gekauft habe. So ein giftgrüner GT Explorer, Explorer GT 50 Race oder so hieß er. Richtig abgefahrener Name. Und das war damals mein erstes Gefährt. Ich wollte ja eins machen, konnte es mir nicht leisten, hatte nicht genug Geld. Hab mir das Geld zusammengespart für den 1000 Euro Baumarktroller von ATU. Und das war mein ganzer Stolz. Und ich habe da halt auch Umbauten gemacht, aber so richtig jugendliche Umbauten, für die ich mich heute nicht schämen würde, aber die ich nicht unbedingt machen müsste. Zum Beispiel so Chrom, also schwarze Griffe mit Chromenden. Also Silber verspiegelt und dann so roten Flammen auf einem grünen Roller, um Gottes Willen. Und dann so eine Chrom, was geht denn hier ab? So eine chromverzierte Variomatic-Box und so Gitter, auf dem man steht, ein grüner Sportauspuff. Und damals habe ich das halt gefeiert, umgebaut und dann habe ich gedacht, ey Papa, warte mal, der hat genau solche Griffe. Sag mal, sowas, das macht doch nicht ein Zweiter. Das gibt's doch nicht nochmal, oder? Und dann meinte er auch so, ey, das ist doch, das kann aber nicht sein. Ist das echt deiner? Ist das deiner? Dann haben wir uns den angeguckt, da hat er echt alles genau so, wie ich das damals hatte. Also genau so. Und da wusste ich quasi, das ist mein Roller, derselbe.
nicht der gleiche, derselbe. Und das finde ich voll geil. Also ich hoffe, der behält den, der hat den noch. Und ich treffe den irgendwann mal oder sehe wenigstens den Roller, dass ich darüber ein Video machen kann. Ich habe mal eine Story darauf gemacht, auf meinem Instagram-Account Blackout. Haben auch viele von euch sich gefragt, was geht jetzt ab, wie dein Roller und so weiter, hast du den jetzt gekauft? Nee, damals schon. Also echt witzig. Aber ja, genau, wir schweifen ein bisschen ab. Das sind so meine Anfänge, wie alles angefangen hat. Und die Message von dem Video ist eigentlich einfach nur, dass man das zu schätzen wissen soll. Und ja, dass ich ab und zu einfach auch mal wieder mit der alten SMCR fahre. Ich sage immer alte, obwohl sie gar nicht alt ist, aber damit man das besser auseinanderhalten kann. Und ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Junge, hier ist schon wieder der Hafen, so schön. Riesenschiffe da, Containerschiffe, riesige Dinger, Kreuzfahrtschiffe und so. Ich liebe das einfach, den Hafen. Da hinten ganz klein kann man auch die Elbphilharmonie sehen, die gerade ein bisschen Gold erstrahlt ist. Ah, ein vereinzelter Motorradfahrer. Für das Wetter in Hamburg eigentlich sehr ungewöhnlich. Aber wir haben ja den ganzen Winter quasi eigentlich so wie jetzt. Das ist ganz gut. Irgendwo in Süddeutschland liegt wahrscheinlich schon Schnee oder bald schneit es. Und hier in Hamburg kann man eigentlich ganz Jahres fahren. Das heißt, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Das ganze Jahr kommen Videos. Jetzt im Winter kommt auch viel mehr Enduro. Habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Das wird richtig fett. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen in dem Video. Wenn es euch gefallen hat, wäre ein Däumchen wie immer ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns übermorgen im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, peace und haut rein, ihr Dampfratten. Pa, pa, pa.